ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Ihr müsst euch so umdrehen. Ihr tanzt hier. Könnt ihr noch ein Stück zurückgehen? Noch ein Stück zurück. Am Brunnen und hat gesponnen, die Marie, und sie hat sich gestochen und die Spule fiel in den Brunnen. Was hat Marie gemacht? Sie sprang hinterher. Marie, komm heraus. Marie findet die Blumenwiese ganz toll. Sie geht über die Wiese. Und sie zieht die schönen Blumen an und kommt zum Backofen. Auf die mich raus, auf die mich raus, auf die mich raus. Du kannst nicht mitspielen. Du kannst es gar nicht. Marie ist ganz fleißig. Sie nimmt alle Brote aus dem Backofen ein und ging dann weiter. Pass auf. Und sie schüttelte kräftig den Apfelbaum, dass die Äpfel hinunterfielen. Und sie sammelte sie alle auf und legte sie sogar in ein Körbchen. So fleißig, Ollemann. Dann ging sie weiter. Springt auch in den Brunnen hinein. Spring hinein, Luise.
Und kommt auch auf die schöne Blumenwiese. Komm mal raus, Luise. Hey, was soll ich dir helfen? Luise, guck mal die schönen Blumen. Oh, du trittst ja da drauf. Oh, die schönen Blumen. Luise fand die Blumen gar nicht schön. Luise kam dann auch zu dem Backofen. Auf die Luise wollte die nicht rausziehen, die Brote. Die sind ganz so ausreichend. Ja, auf der Wiese stand er hier. Aber die Äpfel wollte sie auch nicht schütteln. Oh, eine Faule. Das war das Märchen von der Faule.